An der Stelle hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2. Wie man sieht, habe ich den Video jetzt ausgerüstet, das hat mehrere Gründe. Erstens erhöht er unseren Waffenschaden, weil es ist halt ein Interface, das dir beim Zielen wahrscheinlich alles berechnet. Und viel wichtiger, man sieht Shepards Gesicht. Was vielleicht ganz gut ist bei Sequenzen wie einem Dialog. Das ist halt schon so ein anderer Grund, warum ich das Teil benutzen will. Und dann mal hier zu Aria. Das ist nah genug. Stehen Sie still! Glaubt ihr nicht, dass ich es bin? Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter Ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Gar nicht abgehoben. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Nett. Gefällt mir. Kann man sich leicht merken. Wenn sie es vergessen, wird jemand sie daran erinnern. Und dann werfe ich ihren Arsch aus der nächsten Luftschleuse. Also, was kann ich für Sie tun? Ich suche Archangel. Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Nein, ich will ihn meinem Squad. Ich stelle ein Team zusammen. Er steht auf meiner Liste. Interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Die da wären? Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es ihnen wohl schwer, ihm den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er ihnen hilft. Das könnte unser Weg zu ihm sein. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen sie bestimmt. Und wer verfolgt ihn? Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Und was kannst du mir über ihn erzählen? Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob Sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass Sie ihm helfen wollen. Und was ist mit Morden Solus? Ich suche nach Morden Solus. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Klingt nach genau dem Mann, den wir brauchen. Wo ist der? Wie komme ich zu ihm? Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man sie reinlässt. Ach, das fragen wir ein anderes Mal. Wir werden eh noch oft genug mit Aria zu tun haben. Und der Grund, weswegen Aria die Seuche nicht mag, ist, dass manche Rassen, wie zum Beispiel die Menschen, immun dagegen sind. Asari aber nicht. Ich habe gehört, dass sie rekrutieren. Mhm. Warum kommen sie nicht rein? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Er ist der Nächste. Ihr drei seht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Lust auf einen guten Kampf? Immer doch. Könnte man so sagen. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase.
Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn sie draufgehen, bekommen ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind ein Freischaffender. Basta. Noch Fragen? Was hat Archangel getan, damit ihr so pisst seid? Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hatte ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Und warum sollten wir ihn bei sich zu Hause überfallen? Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Als würde man Vorcha aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Und wo ist der Einsatz genau? Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Wie sieht der Plan aus? Was machen wir, wenn wir dort sind? Wie kommen wir zu Archangel? Die Söldner sagen es Ihnen, wenn sie da sind. Mein letzter Informationsstand ist, dass die Freischaffenden Kundschaftertrupps bilden, die als Ablenkungsmanöver für Archangel in Wellen angreifen, während wir versuchen, seine Verteidigung zu knacken. Also, wir sind Kanonenfutter. Wir sind also nur Kanonenfutter? Wenn es Ihnen nicht passt, heuern Sie nicht an. Aber wenn Sie Ihren Job gut machen, sind es leicht verdiente Credits. Außerdem, wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass er Sie alle erwischt? Warum arbeiten die Söldner zusammen, um Archangel auszuschalten? Sie sind wohl noch nicht lange auf Omega, oder? Er tut alles, um uns ins Handwerk zu pfuschen. Lieferungen gehen verloren, Operationen werden verraten. Und jeden Monat wird es schlimmer. Tarek und die anderen Bosse sind es leid, Credits zu verlieren. Und Männer. Wer ist Tarek? Ist er einflussreich? Wie viele Söldnerbosse sind denn an dem Angriff beteiligt? Ja, Tarek ist der Anführer der Blue Suns, aber alle drei Bosse führen die Operation gemeinsam durch. Jareth führt Eclipse an und Garm ist der Kopf des Blood Pack. Tarek ist der Boss, aber die anderen würden das nie zugeben. Mich überrascht, dass sie überhaupt etwas hiermit zu tun haben, aber Archangel loszuwerden ist es wohl wert. Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den Nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Wie alt bist du? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Sicher. Sie wissen genug, um sich umlegen zu lassen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt und will sie jetzt noch... Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Der wäre sowas von draufgegangen. So, dann gehen wir aber mal in den unteren Teil des Clubs, bevor wir uns um Archangel kümmern, weil ich will mir mal noch einen genehmigen. Wenn man schon so ein gutes Zielinterface dabei hat wie den Visor, dann ist es ja egal, ob man betrunken ist oder nicht. Nur das Weglaufen wird ein bisschen problematisch, aber wir laufen eh nicht. Was passiert? Ich erinnere mich nur, dass ich einen getrunken habe. Was ist hier los? Sie kommen wieder auf die Beine. Aber lassen Sie es langsam angehen. Sie haben anscheinend die Regel Nummer 1 auf Omega gebrochen. Als Mensch bestellt man im Afterlife keinen Drink. Gift? Hat der Barmann versucht, mich zu vergiften? Versucht ist das richtige Wort. Soweit ich weiß, sind Sie der erste Mensch, der das überlebt hat. Ich wollte mit meinem Freund Jake unsere neue Speditionsfirma feiern.
Irgendwann war er volltrunken. Und eine Stunde später hat er Blut gespuckt. Danke. Ich werd's mir merken. Zurück an die Arbeit. Seien Sie bloß vorsichtig. So, ich würde meinen, wir gehen mal bei den Barmann auf ein Wort. Commander Shepard ist kein Fan davon, getötet zu werden. Das passiert nämlich eindeutig zu oft. Also, Kollege. Kenne ich Sie? Nein, nein. Wir Menschen sehen da nicht weit aus. Hier ein Drink. Glück aufs Haus. Was werden diese Leute wohl tun, wenn sie rausfinden, dass Sie Ihre Kunden vergiften? Was vergiftet er? Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram, Kumpel. Wer ist als nächstes dran? Die Turianer? Die mögen Sie doch auch nicht, stimmt's? Beantworten Sie die verdammte Frage, Foreman. Ich sehe schon, was Sie vorhaben, Mensch. Aber das lasse ich nicht. Man will ja kein Risiko eingehen. So. Und damit ist der dann erledigt. So, an der Stelle will ich dann aber auch ein bisschen früher als sonst den Part beenden. Die anderen diese Woche waren dafür ja ein bisschen länger. Also, bis dann wieder heißt Let's Play Mass Effect 2.